Kein Trost mehr zu erwarten ist der Ursprung der Fröhlichkeit. Verzweiflung erwartet immer noch Trost. Sie schielt, ist wie ein Kind, das beim Einschauen durch die Finger sieht, um zu erfahren, wo sich die anderen verstecken, heißt es bei Ilse Eichinger. Nach dem gewaltsamen Tod der drei erwachsenen Söhne im Krieg, nur einer konnte sich im Sarg verstecken. Die anderen wurden sarglos in der Erde verscharrt, denn es gab kein Bestattungsinstitut auf den Schlachtfeldern. Und außerdem sarglos, was für ein Wort, also ohne Sarg soll das heißen. Formulierung ist ein Verständnis, heißt es bei Ilse Eichinger. Nach dem Tod der drei Söhne also war die Familie vollkommen verstummt. Mein Elternhaus mütterlicherseits war eines der stillsten Bauernhäuser im ganzen Kärntner Rautal geworden. Niemand mehr sprach ein Wort. 2 Jahrzehnte lang nicht. Man erzählte sich keine Geschichten mehr. Es gab nichts mehr zu erzählen. Denn auch diese, meine Großmutter, ihr Bild steht unter dem eingerahmten Spiegel, in dem man verzerrt die Madonna sulla Seggiola von Raphael sehen konnte, neben dem ebenfalls eingerahmten Gebet, das mein Großvater unter dem blühenden Apfelbaum gesprochen hatte und das meine zukünftige Mutter in der Haushaltsschule auf Leinen sticken musste, hat nicht nur die 3 erwachsenen Söhne im Krieg verloren, auch 2 Kleinkinder starben ihr unter den Händen weg, das eine unmittelbar nach der Geburt. Das andere starb im Alter von 2 Jahren an Diphtherie. Im Ganzen waren es 10 Kinder, geblieben sind ihr 5. Lauter und immer lauter hörte man den Atem meiner Großmutter und meines Großvaters, wenn sie über die breite, knarrende Holzstiege gingen und sich wieder einen halben Tag lang zurückzogen in ihr Schlaf- und Wohnzimmer, ihr Geburts- und Sterbezimmer. Jeder Atemzug so schwer wie das richtige Wort, so leicht zu erdrosseln, heißt es bei Ilse Eichinger. Der Tod, 3 Tode, 5 Tode, hat und haben ihre Sprache erdrosselt. 2 Söhne wurden auf einem Schlachtfeld in Russland begraben. Der 3. und letzte ist aus Jugoslawien heimgekommen, aber anders wie meine Urgroßmutter meiner damals noch jugendlichen Mutter einem halben Kind, um es sozusagen am Gartenzaun keck mitgeteilt hatte. Und als ich schon 30 Jahre alt war, da sagte einmal meine Mutter zu mir, fahr mir ja nicht ins Titoland, da kommst du nicht mehr lebendig zurück. Das war noch in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, so tief vergraben war der Tod in ihren Knochen und in ihrer Seele, heimelig muss er gewesen sein, in ihnen und in ihr, für ewig und immer, und fahr mir, ja nicht, ja mir. Es ist ja so, dass ich mir das von vornherein überlege, was ich schreiben werde. Es ist ja dann so, es passiert einfach am Schreibtisch und ich bin dann zum Schluss oder halt im Laufe des Schreibens, also stehe ich dann selber erstaunt immer wieder vor einem Aufbauungszimmer. Nicht im Geringsten denke ich vor dem Schreiben daran, aber irgendwie beim Schreiben und auf einmal ist es einfach so und ja, das muss ich selber akzeptieren. Ein Buch wie dieses jetzt, wie andere Bücher von Ihnen genauso, das sind nicht nur Texte, die von der Finsternis handeln und von der Verdüsterung der Welt, von grauenhaften Zuständen, das sind gleichzeitig immer Fluchtgeschichten. Welche Fluchtgeschichten hängen mit der Literatur zusammen? Das fängt sehr früh an. Ich finde gerade, also was jetzt also Licht und Finsternis betrifft, in diesem Buch Mutter und der Bleistift ist kaum so viel Licht drinnen. Also in den anderen Büchern ist nicht so viel Licht drin und es gibt viele, auch in den späteren, in der zweiten Geschichte, wo ich also mich mit den Zitaten von Peter Handke spiele, wo die Geschichte in Südfrankreich beginnt, wo ich damit auch nach Indien gehe und die dann in Kiew in einer Kathedrale endet, da gibt es viele Blumen und viel Licht drinnen, also als ob ich mit diesem Buch Mutter und der Bleistift, also meiner vor 2 Jahren verstorbenen Mutter, sozusagen den einen und einzigen Strauß nachreichen wollte. Und das ist eben diese
dieses kleine Mutterrequiem. Und inzwischen komme ich irgendwie auch drauf, ich habe ja über 6 oder 7 Bücher also mit dem Vater sehr gerungen. Er ist ja, steht im Zentrum von 6, 7 Büchern, vielleicht sogar mehr. Es hat auch mit ihm einen heftigen Kampf in der Kindheit und Jugend gegeben. Und ich habe ihn immer als meinen Feind gesehen. Jetzt habe ich andere Feinde. Der Feind der Sprache, der Feind der Sprachlosigkeit. Und die Mutter war ja immer mir zugeneigt. Sie war ja völlig sprachlos, sie hatte nichts geredet. Sie hat ja auch unter dem Schock gelitten, weil ihre 3 Brüder im jugendlichen Alter gestorben sind. Sie hat ja kaum reden können. Sie hat ja so im Laufe ihres Lebens also nur das Allerwichtigste gesagt, was man täglich zum Leben braucht, und hat sie eine Woche einmal überhaupt fast nichts gesagt, ist einem das gar nicht aufgefallen. Sie hat nicht geredet, sie hat geschwiegen. Dem Vater aber habe ich also sozusagen das Weiterschreiben zu verdanken, weil ich mit ihm habe ringen können über 6 oder 7 Bücher mit meiner Mutter, die möglicherweise jetzt eine andere Art von Feind ist. Mit ihr habe ich nicht kämpfen können, da habe ich auch nur ein Buch geschrieben, dieses eine Mutter und der Bleistift. Also vielleicht ist jetzt meine Mutter das große Problem, weil man als Schreiber, als jemand, der schreibt, immer Angst hat, auch vor der Sprachlosigkeit, vor dem Wieder-Zurückfallen in die Sprachlosigkeit der Kindheit und Jugend. Und wenn man ein Buch fertig geschrieben hat, dann ist es ja nicht so, dass das zweite schon vor der Tür, die man nur aufmachen muss, wartet. Da findet ein Kampf statt.